Oh, was passiert jetzt? Nein, sag nicht, das Monster bricht aus. Nein, das Monster bricht doch mal aus. Nein. Lass jetzt ein Like und ein Abo da und dann bekommst du die seltensten Skins in dein Spin plus über 200.000 V-Bucks. Solltest du jetzt kein Like und ein Abo da lassen, dann wirst du für immer Pech in Fortnite haben und wirst nie wieder einen epischen Sieg holen. Wenn du keine seltenen Skins besitzt oder No-Skin bist, dann ist heute dein Glückstag. Denn wenn du schon immer mal mit Recon Expert, Renegade Raider, Ghoul Trooper und jedem anderen seltenen Skin in diesem Spiel spielen wolltest, dann lass einfach jetzt ein Abo da, like dieses Video, schreib mir in die Kommentare, wieso ich dich auf dem seltensten Account in ganz Fortnite spielen lassen sollte mit jedem OG-Skin und mit etwas Glück wirst du auf diesem kranken Account spielen. Die Gewinner werden auch immer am 15. und am 30. in meiner Instagram-Story. Deswegen folgt mir unbedingt auf Instagram, da heiße ich SimXYT und dann werdet ihr erfahren, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Bevor das Video beginnt, wollte ich mich einfach nur für euren kranken Support in letzter Zeit bedanken. Uns fehlen einfach nur noch 3000 bis zu den 200.000. Vielleicht haben wir schon die 200.000, wenn du gerade das Video hier siehst. Also falls du neu auf dem Kanal bist, lasst gerne ein Abo da. Und die letzte Folge von dem Fortnite-Film hatte einfach über 20.000 Likes, ihr seid die krankesten, wirklich. Ihr macht mich zurzeit so glücklich. Beste Community auf der ganzen Welt. Schreibt in die Kommentare, wieso ich euch auf meinem Recon Expert Account spielen lassen sollte. Und ja, jetzt viel Spaß mit der Story. Ist mal wieder richtig krass geworden. Und der Anfang ist schon richtig lustig, weil da gibt es wieder, ich will nicht zu viel spoilern, gönnt euch auf jeden Fall den Fortnite-Film. Ist richtig nice geworden. Luciano im Hintergrund. Flex, Nico. Okay, es geht los. Im letzten Film hat sich ja die Banane in seine beste Freundin verliebt. Und die sind am Ende zusammengekommen. Diesmal wird die gesamte Fortnite-Map zerstört, beziehungsweise schaut einfach selber, was passieren wird. Alter, ich bin so gespannt, was passieren wird. Wir sind hier auf jeden Fall direkt in Pleasure Plant am Start. Okay, die sind hier richtig schön am Arbeiten. Das Ding ist, da ist ja der Vulkan ausgebrochen. Und ich frage mich echt, was jetzt passieren wird. Ich bin so gespannt, ich liebe diese Fortnite-Filme. Woher kommt die Musik? What the fuck? Die denken sich auch nur so, Bruder, woher kommt diese Musik, hä? Hä? Da. Was passiert jetzt? Ich schwör, ich liebe diese Banane. Leute, wer diese Banane auch feiert, lasst auf jeden Fall ein Like da und in der Infocard zeige ich euch die Love Story mit der Banane. Müsst ihr euch danach hochgehen. Ist auch ein Kurzfilm. Auch diese Banane ist so eine Legende. Ich schwöre, alle jetzt ein Like da lassen, wenn ihr diese Banane. Ich finde die so nice. Könnte neben Recon Expert und Renegade Raider mein neuer Main Skin werden. Sie feiern die Banane an. Ey, das ist so eine Ehrenmann. Nein! Banani, was hast du gemacht? Warning, Banana Levels too high. Die Banane hat einfach eine Naturkatastrophe ausgelöst. Bruder, nein, was passiert jetzt? Als ob! Bei so einer kleinen Banane. Erstmal RIP Banane in die Kommentare. Was ist jetzt los? Sag jetzt nicht, dass die Banane für diese gesamte Katastrophe verantwortlich ist. Oh oh. Ich finde diesen Skin so hübsch. Das ist der hübscheste Skin, den es in Fortnite gibt. Meiner Meinung nach. Die denken sich auch nur, Bruder, was da los? Vulkanausbruch 2.0. Die bekommen das ja alle mit. Ich bin jetzt echt gespannt, was passiert. Oh oh. Oh mein Gott. Der Vulkan ist einfach nochmal ausgebrochen. Pressure Plant Meltdown. Oh mein Gott, die ganze Fortnite-Karte ist verseucht. Und mit Radioaktivität 2 Jahre später. Okay. Oh mein Gott. Die gesamte Fortnite-Karte ist verseucht. Oh nein! Die Bewohner der Fortnite-Karte sind einfach zu Mutanten geworden. Und diejenigen, die diese ganzen
Monster bzw. Mutanten, die durch die, also der Vulkan hat Kernkraft bzw. so negative Energie über die gesamte Fortnite-Karte verbreitet. Und es ist jetzt 2 Jahre später und es gibt jetzt Monster auf der Fortnite-Karte bzw. dort bei Pleasure Plant. Und Benny Boy, also die ganzen Soldaten, versuchen jetzt diese Monster zu löschen, weil die Arbeiter von Pleasure Plant geben den Och nein! Das war kein böses Monster, das war ein gutes Monster, das man nicht töten sollte. Passiert. Oh mein Gott. Irgendjemand wird angegriffen. Nein, Benny Boy hat Angst vor einer Spinne. Hey, aber Benny Boy, die ist doch gar nicht echt. Er denkt sich so, Bruder, wo ist groß? Ich war doch gar nicht echt. Benny Boy, was hast du? Er denkt sich auch nur so, Bruder, das war nicht mal eine echte Spinne. Ich bin aber echt gespannt, was jetzt noch passieren wird. Wie sie gleich mit den Monstern kämpfen werden. Alter, was ich alles für 1 Million V-Bucks machen würde. Wie viel Geld ist denn das? Er schreit wieder. Was ist jetzt los? Oh mein Gott, das erste Monster! Es frisst ihn auf! Nein! Hilf Benny Boy! Was? Benny Boy ist tot! Nein! Das Monster ist mit einer Kanone gekommen! Hol ihn! Der absolute 100 Prezi! Der trifft alles, Alter! Absolute 100er Prezi! Okay. Was passiert jetzt? Er steht da mit einer Kanone, sie steht dort unten. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Mit der Laberglocke will sie die ganzen Monster anlocken und er steht dort oben mit der Kanone und wird die Monster dann, denke ich, anschießen, oder? Nee, das wird keinen Sinn machen, weil sonst würde sie doch auch sterben. Oh oh, da kommt ein Monster. Das erste Monster ist schon mal da. Okay, was wird jetzt passieren? Er will es fressen. Beziehungsweise sie fressen. Er kommt mit der Kanone. Ah, okay. Sie haben das Monster mit der Kanone gefangen genommen. Macht Sinn. Ey, ich feiere diese Fortnite-Filme so sehr. Wie gesagt, wenn dieses Video wieder so kranken Support bekommt und über 20.000 Likes hat, dann kommt die nächste Folge. Also es lohnt sich definitiv, ein Like dazulassen, weil es gibt noch richtig viele Fortnite-Filme. Der Film ist heute rausgekommen und ich dachte mir, ey, wenn die letzte Folge schon so gut angekommen ist, reacten wir nochmal drauf. Und wenn ihr neu seid, wie gesagt, Abo dalassen, okay. Sie haben jetzt das Monster gefangen und bringen es wahrscheinlich zu den Mitarbeitern von Pleasure Plant. Ich glaube, die wohnen da, weil was anderes würde ja keinen Sinn machen. Und dann holen sie sich die 1 Million V-Bucks ab, oder? Oder passiert noch was anderes? Okay, da ist der Arbeiter von Pleasure Plant. Gib meine 1 Million V-Bucks, Junge.
Los, gib meine 1 Million V-Bucks, denkt er sich nur. Er zieht erstmal mit dem Monster durch. Wo bleiben die 1 Million V-Bucks, Junge? Ah, jetzt hier. Oh mein Gott, 1 Million V-Bucks. Ey, schreibt mal in die Kommentare, was ihr mit 1 Million V-Bucks machen würdet. Ich würde mir immer jeden Tag alles im Item-Shop kaufen und immer meinen Freunden auch. Okay. Okay, jetzt kommt die Nachricht, dass alle Monster weg sind und die Einwohner aus der Fortnite-Karte freuen sich natürlich. Alter, stellt euch mal vor, so eine Zombie-Apokalypse bricht aus. Alter, ich würd mit der Scar in irgendeinem Hochhaus campen und alle holen, oder mit Heavy Sniper. Oh oh, was passiert jetzt? Nein, sag nicht, das Monster bricht aus! Nein! Das Monster bricht doch mal aus! Nein! Okay. Oh mein Gott, nein! Was passiert jetzt? Nein, das Monster ist ausgebrochen! Never mind! Oh mein Gott! Denkt sich auch nur so, Alter, was sind das für Arbeiter? Sie heult schon. Oh mein Gott, nein. Was passiert jetzt? Alter, ich liebe diese Filme, die sind immer so spannend. Scheiße, Mann. Und Freunde, ihr dürft auch gerne den Kanal mit euren Freunden teilen, dass die so kranke Filme... Okay, die wollen jetzt... Okay, die gesamten Fortnite-Spieler helfen jetzt zusammen und wollen alle Monster fangen. Er will auch unbedingt die 1 Million V-Bucks. Let's go, Junge. Oh, er hat sie schon. Er einfach die 1 Million V-Bucks bekommt, dass er ein Monster zu denen gebracht hat. Ehrenmann, Alter. Ich glaube, es wird eine Fortsetzung geben. Deswegen, Leute, wie gesagt, vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Teilt den Kanal mit euren Freunden. 20.000 Likes, dann gibt's die Fortsetzung. Neben meinem Kopf werden ja euch jetzt weitere Videos von mir angezeigt. Und ja, beste Community, vergiss nicht den Supporter-Creator-Code OGZMAX, also OG und dann ZMAX wie mein Kanalname, im Item-Shop einzugeben. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Peace, ich bin raus, euer ZMAX. Und morgen kommt ein richtig krankes Video. Seid schon mal gespannt, ich sag nur so viel. 1 vs 1 vielleicht gegen einen richtig großen YouTuber, der über 1 Million Abonnenten hat. Man munkelt, man weiß es nicht. Wie gesagt, stay tuned. Ich droppe jeden Tag ein Video. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Peace, ich bin raus. Und wie gesagt, ihr merkt schon, es lohnt sich, jedes Video bis zum Schluss anzuschauen. Denn dann bekommt ihr Special Leaks zum morgigen Video. Es erwartet euch auf jeden Fall sehr viel. Und ja, Freunde, tschüss.